Oh, boy, los geht's. Predigt und Prost. Was du drauf hast. Oh, fuck. Oh, ich habe aber nicht so viel Rüstung, ne? Also, ich bin... Feuerkill! Ach, ist das schön. Oh, ist das schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss, also... Jo, einfach durch hier. Jo, hier gibt's ein bisschen Action. Oh, ich hab nicht mehr viel. Okay, hier ist nichts mehr. Alles klar, ich genieße aber gerade diesen kleinen Moment hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich genieße das hier gerade. Da kann ich gerade nicht runter. Oh, fuck, von wo? Oh, lol, da hinten. Ich finde schön, dass wir die Rüstung wieder aufladen können. Oh, fuck. Dass wir die Rüstung ein bisschen wiederbekommen. Auch wenn ich damit gerade wert gespielt habe. Rüstung wäre ganz schön. Jo, da möchte ich ungern rein jetzt nur noch. Oh, Leute, verbrennt alle. Wie schön. Wo muss ich hin? Kann ich das hier anbrennen? Nö. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ja. 93 Rüstung habe ich noch. Oh, fuck, was hat das für ein Leck? 93 Rüstung habe ich noch. Okay, ich bin hoffentlich nicht gemutet. Rudi. Dich kennen wir ja schon. So. Oh, hier gibt es einige an Rüstung wieder. Hier gab es einiges an Rüstung. Hallo Freund. Tschüss Freund. Gibt es hier hinten noch sonst irgendwas? Hier 5 Rüstung. Seit 5, 5, 5, 5. Ah, lol, hat ja richtig viel Rüstung gerade noch gebracht. Hallo, du wirst sterben. Guck mal, du, ich weiß nicht, ob du so schlau bist von dir da. Was? Das ist doch gerade anders viel Spaß. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hallo, mein Freund, und du wirst sterben. Und die wird alle sterben. Jo. Hier. Hab noch 344 Rüstungen. Mein Lieber, du warst ein guter Freund, aber du bist viel zu groß geworden. Hä. Wie kann ich den Jima-Konto einsammeln? Ah, mit S-Steuerung. Oh, fuck, nein. Och, nö. Oh, ist das jetzt ärgerlich, dass ich da runtergeflogen bin. Oh no.
wollte eigentlich den Dings mitnehmen. Egal. Dann ist das so. Gold, sehr schön. Aber naja, wir wollen das Spiel jetzt auch langsam mal demnächst beenden, ne? Wollen wir so einen richtigen Kaboom machen. Und dann ist das gleich zu Ende. Okay, wartet mal, beruhigt euch. Darf ich kurz nachladen? Okay, nice. Ui, warum sind wir denn hier gelandet? Eine Starkarte. Oh, yo. Aber sind das immer die gleichen Bilder oder so? Weiß ich nicht. Hier gibt es nochmal Lehm und hier geht es auch nochmal. Ah nee, hier geht es nirgendwo hin, weil von da komme ich. Bin ich denn hier schon wieder gelandet? Oh, Entschuldigung. Oh, schön. Da hinten muss ich hin. Na dann. Tun wir das einfach mal. Ab rein hier. Level verlassen. Anya. Komm in, Anya. Hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... Zu, sei nicht leichtsinnig. Und pass auf dich auf. Das wird schon. Anya, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett. Aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Oh Junge. Ablenken. Wie? Nächster Halt. Lakeview-Bezirk. Töte sie alle. Haben wir irgendwas? Geile Waffe oder so hier? Nee, ne? Oh fuck. Warte mal. Ah, nein, ich habe hier noch welche. Aber das war nicht die Waffe, die ich haben wollte. Ich wollte eigentlich die haben. Oh, das tat weh. Das tat jetzt richtig weh. Okay, egal. Machen wir nochmal. Ist nicht schlimm. Ich wollte die ja haben. Dann wollte ich die andere Seite wegpacken. Nächster Halt. Lakeview-Bezirk. Ja, das hast du gut erkannt. Au, au, au. Warte mal. Okay, da muss ich jetzt chillen, bis zum geht nicht mehr. Sonst bin ich ja gleich wieder tot. Einmal bitte nachladen. Dankeschön. Kannst du bitte jetzt einfach explodieren? Wir werden hier überrannt. Wir sind auf dem Lakeview Apartment Gebäude. So viele. Und es werden immer mehr. Es sind zu viele. Es hört nie auf, oder Captain? Unglaublich, Mann. Wild ist das. Wild, okay. Wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Ich probiere mal. Warte mal ganz kurz. Okay. Bitte komm. Wo ist unser Boot? Ich weiß ich nicht. Wir sind hier wie auf dem Präsentierteller. Wild, das ist verstanden. Schlecht. Tut mir leid. Werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. Oh, ich mache mich auch mal auf den Weg, ne? Speichert. Sehr schön. Aber ich sag hier mal kurz sagen, dann mache ich mal ganz kurz eine 5-minütige Pause, bin gleich wieder da. Geht gleich weiter. Bis gleich. So, wir wollen jetzt aber, wir müssen zu unseren Leuten, ne? Kanalisation. Nicht so schön, aber da müssen wir jetzt durch anscheinend. Ich hoffe, da kommt mir jetzt nichts entgegen.
Das wäre sehr unvorteilhaft, weil ich habe hier keine Waffen. Und durch die ganze Geklagte hier schwimmen, ja, ich weiß nicht. Wir wechseln mal wieder auf die hier. Die beiden Trommelmarker. Real, ich hoffe, du bist tot. Ich möchte dir ungern nochmal entgegenkommen. Das war's, Anya! Es ist aus! Warte mal, was? Ray, holen Sie uns jetzt hier raus! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Warte mal. Helfen Sie allen an Bord zu kommen. Bitte oh, Scheiße. Eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Da waren wieder sein Ding. Ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt. Warte mal, bitte was? Oh Leute. Ich komme nicht hier weg. Wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Warte mal. Stopp. Da habe ich keine Munition mehr, ne? Hitte. Liegt noch was? Ah, ein Waffenupgrade. Ist ja sehr, sehr schön. Oh, er ist tot. Nice. Kann ich seine Waffe aufheben? Sehr schön. Wo sind die ganzen Leute? Oh, lol. Guck mal da oben. Die kann ich gar nicht töten da oben, ne? Ist ja frech. Warte mal, bevor ich irgendwas mache. Nope. Weiter geht's. Ich will alle töten. Alle Nazi-Schweine. Weg mit dem Müll. Alter. Wo muss ich denn lang? Warte mal. Geh, ach, da hinten hin. Okay, nice. Ich wollte eigentlich hier hoch, danke. Wechseln wir doch einfach mal die Waffe, würde ich sagen. Warte mal. Adieu, adieu, adieu. Ist hier noch jemand? Sucht ihr noch jemand Stress? Ich zurück jetzt. Oh, Hund. Freund, das hättest du nicht machen sollen. Laskovic, alle Scheiße. Sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Wie wär's mit der Atomkanone? Wovon bitte reden was? Sie da, Wyatt? Die Schockwelle der Atombombe schiebt uns vielleicht raus. Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Laskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Was soll ich dazu sagen? Hoffe ich mal. Ui, das wird lustig. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ehrlich gesagt, nur im Kreis. Ah, da hinten. Ah, hier. Okay. Na, ah ja, Level verlassen. Thank you.
Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Das ist so einfach, Mann. Ich hab mir das alles überlegt. Ach ja? Nachdem sie den Generalstab in Roswell in den Orkus gebombt hatten, bekam das Regime Angst. Sie nahmen all ihre hohen Tiere, alle streng geheimen Militärgeheimnisse und stationierten den Generalstab auf der Venus. Venus, der planetare Körper, Venus im All, verdammt, ist kalt da oben. Und sie brauchen radioaktive Handschuhe. Was? Handschuhe? Okay, wir werden dort einfach hinfliegen, laden alle ein und fliegen los. Sicher? Wir benutzen einfach unsere Hubschrauber, aber wir fliegen nicht so hoch, sondern wir fliegen einfach immer weiter nach oben, direkt ins All, mit unseren Gedanken. Verstehen Sie? Dann setzen wir sie auf der Venus ab. Sie brechen dann in den Generalstab ein und stehlen diese Odin-Geheimnisse von ihren Computern. Also, einen Plan habe ich auch. White, darf ich mal? Klar, natürlich. In zwei Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blazkowicz im Wohnballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimat... Anja, was denken Sie? Später William und ich trinken mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört er zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schief. Herr Redfield? Herr Jules Redfield? Ja, das bin ich. Ich bin Hade Lende, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Willkommen, willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Nachdem Sie jetzt und erneut sind wir im Weltall. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay. Ich muss meine Deckung wahren.